Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Elden Ring. Letzten Part sind wir ja auf einer Brücke angekommen, die scheinbar laut der Map aus der Stadt herausführt und in ein neues Gebiet hinein. Im letzten Part waren wir ja noch locker in der Lage, da lang zu laufen. Jetzt fragt ihr euch, hä, letzten Part hat er doch noch mit Sicht zu der Brücke hin aufgehört. Wieso hat er jetzt eine 180-Grad-Drehung gemacht? Selbst wenn ihr euch das nicht gefragt habt, gleich bekommt ihr trotzdem die Antwort darauf. Da! Ich habe wirklich nach dem letzten Part die Aufnahmesession kurz beendet, bin aus dem Spiel rausgegangen, jetzt wieder reingegangen. Auf einmal ist das da. Eine gelbe Nebelwand. Was? Da konnte ich gerade eben noch durchgucken durch den Torbogen. Jetzt geht das nicht mehr? Spiel, was ist los? Siegel? Versiegelt von Morgoth dem Gnadenbeschenkten. Ja, wie jetzt? Was soll das denn jetzt? Gerade am Ende des letzten Parts konnte ich da noch durchgucken. Da habe ich noch einen berittenen Kerl, einen berittenen Gegner auf der Brücke gesehen. Und jetzt das hier, ein Siegel aus dem Nichts heraus. Jetzt erzählt mir nicht, wenn ich im letzten Part noch so weit die Treppe hochgegangen bin, dann wäre das Siegel automatisch aufgetaucht. Erzählt mir nicht, das wäre tatsächlich dann passiert. Ja, toll, ey. Oder wenn ich das Spiel nicht beendet hätte, hätte ich dann trotzdem da durchlaufen können. Weil Morgoth vergessen hat, das Siegel aufzusetzen. Dann so, oh, ey, Morgoth, hast du schon das Siegel aufgesetzt? Boah, habe bestimmt, ey. Puh. Ich war eine lange Nacht gestern, weißt du? Kann sein, dass ich es gemacht habe. Ich denke nicht. Ich denke schon. Ja, was denn jetzt? Nicht oder schon? Ne? So wird das sein. Und ich, Idiot, anstatt einfach durchzulaufen, einmal raus, einmal rein und in der Zeit hat er das scheinbar gecheckt. Na toll. Super. Na gut. Kann ich ja jetzt auch nicht ändern. Ist jetzt halt so. Na schön. Dann Straßenbalkon habe ich ja eigentlich so ziemlich alles durchgecheckt, oder nicht? Wobei eine Sache jetzt natürlich nicht. Ich starte nochmal kurz hier. Denn eine Sache, die habe ich ja jetzt noch nicht so ganz genau abgecheckt. Und das ist ja die Hauptstraße da unten. Ich habe ja bereits einen anderen Checkpoint hier gefunden. Von dem aus, Moment, wie viel fehlt mir noch zum Level Up? Von einem anderen Checkpoint aus gesehen, kann ich ja immer noch weitermachen. Ich habe ja sozusagen in der Hinsicht bereits Progress gemacht. Also Fortschritte. Jetzt ist nur die Frage, ist dieser neue Ort der Gnade, den ich entdeckt habe, tatsächlich der Storypfad, den ich hier folgen muss? Zu Morgoth? Oder ist das was anderes? Ist das Storypfad oder optional? Das ist jetzt halt so ein bisschen die Frage. So, den hier mache ich noch platt und dann ist gut. Oh ja. Ja, geil. Mach noch schön einen Angriff, der mich noch nicht mal trifft. Ich bin noch nicht mal in deiner Nähe, aber trotzdem macht er so einen Fallrückzieher-Angriff. Macht total Sinn. Okay. Naja. Jedenfalls werden wir das ja noch mit der Zeit herausfinden, ne? Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, hier alles zu erkunden, sozusagen. So, Stufenaufstieg, jawohl. Wieder Weisheit. Einfach erstmal Weisheit. Ich denke mal, ich werde die Weisheit noch auf 75 leveln und dann fange ich wieder mit Gesundheit und mit Magieleiste an, dass ich das wieder so ein bisschen hochpacke. Zumindest wieder 5 Level-Ups pro Status. Ne? Dass ich dann 5 Punkte in Gesundheit, 5 Punkte in Magie, also in Mana-Leiste reinstecke. Ich denke mal, das reicht dann auch wieder. Klar, ich kriege teilweise von den Gegnern ordentlich aufs Maul. Man muss aber auch gleichzeitig bedenken, ich habe jetzt halt auch nicht so wie bei anderen From Software Spielen, die ich auf dem Kanal gespielt habe. Ich habe jetzt halt keine semi-dicke Rüstung an. Ne?
Ich habe jetzt auch gar keinen Punkt in den Statuseffekt gesteckt, der mich schwerere Ausrüstung tragen lässt, weil es als Magier bislang einfach null nötig ist. Ne? Ich habe hier ja mein Schneehexen-Outfit, reicht mir. Punkt. Als Magier brauche ich da halt keine semi-schwere Ausrüstung tragen. Solange ich in der Lage bin, noch hier eine Fast-Roll auszuführen, ne, solange ich noch flink unterwegs bin, ist es ja okay. Das reicht mir. Sozusagen als kleines Überbleibsel meiner Nahkämpfertage, ne, quasi. So, hier sind wir wieder an dem Punkt. Wer ist der Ort der Gnade hier nochmal? Straßenbalkon. Okay. Westliche Hauptstadtwahl. Ich glaube, vom Straßenbalkon aus wurde mir auch schon gesagt, dass ich ab da bereits in der Lage bin, einen neuen Bereich zu erreichen. Dass ich mich da mal in der Nähe ein bisschen mehr umgucken sollte. Mache ich noch. Aber erstmal interessiert es mich, wie geht's hier überhaupt weiter? Vor allen Dingen merke ich, ich hätte vom Straßenbalkon aus deutlich leichter hier alles erforschen können. Ne? Alles, was dahinter liegt, so die Straße in die Richtung, das habe ich ja bereits alles erforscht. Inklusive Boss, Moment mal. Hallo. Wie komme ich zu dir? Erstmal muss ich wahrscheinlich da hoch und dann vom Geländer über das Geländer drüber springen. Kriege ich hin. Ach, hier bin ich. Servus. Ja, Leute. Ach, geil. Ja, die haben wieder ihre unendliche Combo am Start hier. Ja, klar. Was? Jetzt habe ich mich wieder von den kleinen Pimpfen viel zu sehr von der eigentlichen Bedrohung ablenken lassen. Super. Der Typ mit seinen Staubexplosionen da. Verdammte Axt. Nee, jetzt weiß ich ja, von wo aus ich näher dran bin. So, starte ich ab jetzt von da aus. War ja vollkommener Quatsch, von da oben aus zu starten. Ich dachte, eventuell habe ich da noch irgendwas übersehen, aber selbst dann wäre es von hier aus deutlich kürzer. Okay. Aber schaut mal, ne? Das hier ist jetzt der Bereich, den ich ganz am Anfang, wo ich die Stadt hier betreten habe, da hinten über die Hausdächer erreicht habe. Ne? Das hier ist der Bereich. Lang ist es her, ne? Lang ist es her, aber hier bin ich wieder. Hi. Da bin ich wieder. Ja, Schwert ist halt kein Schild, ne? Der dachte aber, ja, hab halt nichts anderes. Ich halt auch nicht. Aber da weiche ich halt aus, anstatt abzublocken. Ich komme auch nicht auf die Idee, mit meinem Magierstab da noch irgendwie einen auf Schild zu machen. Bringt halt auch nichts. So. Ich habe auch immer das Gefühl, dass ich von irgendwo so ein Rauschen höre oder so ein Rüstungsklappern. Nee, da war ich ja bereits. Da war ich ja. Da habe ich, meine ich, bereits nachgeforscht. Hier, die Leiche habe ich ja auch bereits untersucht. Was ist das hier? Zeit für dies Mist. Aha. Naja, gut. So. Hier war ja bei mir immer so ein bisschen die Angst, da die Treppe auf die Hauptstraße runter zu gehen, weil ich dann dachte, ne, dass der Drache sich da, keine Ahnung, dass er da einmal niesen würde, sich einmal übergeben würde, was weiß ich. Bei einem Drachen muss man ja davon ausgehen, dass alles an Flüssigkeit, was aus ihm rauskommt, irgendwie mit Feuer verbunden ist. Ne, dass es mindestens leicht entzündlich ist, wenn es sich nicht sogar in Kontakt mit Sauerstoff automatisch in Flammen auflöst. Ah, na geil. Also ich sag's euch, ey. Bei Drachen, da kann ich auch durchaus glauben, dass nicht nur das, was aus ihrem Maul kommt, mit Feuer verbunden ist. Ne? Da bekommt der Begriff explosive Diaröne ganz neue Bedeutung bei denen.
Warum sind jetzt auf einmal hier wieder welche? Scheiße. Jetzt muss ich mich aber hier ein kleines bisschen in die Sicherheit bringen. Dass ich im toten Winkel von dem Bogenschützen stehe. Ja, geil. Und dem Typen kann ich jetzt hier schön erstmal... Oh. Oh. Die Blitze... Ja, viermal, fünfmal. Was? Sag mal, Leute. Der hat doch sonst immer zwei Max. Ja klar, leck mich halt am Arsch. Der hat sonst immer zwei maximal, wirklich allermaximal drei Blitze abgefeuert. Warum hat der jetzt auf einmal fünf rausgehauen? Sag mal. Die verarschen mich auch jedes Mal am laufenden Band. Die lassen mich denken, dass ihre Blitzanzahl so und so viel ist, auf so und so viel beschränkt ist. Und dann im nächsten Moment auf einmal so, nö. Au. Nein. Schnauze jetzt. Eieieiei. Das hat mich jetzt schon viel zu viel gekostet. Ah. Hätte eigentlich alles wieder gar nicht sein müssen, ne? Aber es ist wieder passiert. Schön. Das sieht auch so ein bisschen danach aus, als ob ich da drauf könnte. Die Frage ist nur, was bringt das? Komme ich da lang? Auf das Dach? Komme ich da unten wieder raus? Solange da auf den Dächern an sich jetzt nichts versteckt ist, lohnt es sich ja nicht. Die Frage ist jetzt auch so ein bisschen, kann ich so punktgenau auf dem Geländer landen, dass ich nicht direkt nach unten fliege? Ah, guck an. Ah, okay. Alter Vater, hätte nicht gedacht, dass ich den Sprung schaffe, um ehrlich zu sein. So. Ja. Da seht ihr es. Leider nix. Schade. Hätte aber sein können. Ne? Lieber die Gewissheit haben, dass da nichts ist, als die ganze Zeit den Gedanken am Kleinhirn nagen zu haben, dass es da doch etwas sein könnte. Möchte man halt auch nicht. Ach komm. Scheiß drauf. Ah. Guck mal, der war jetzt doch ein kleines bisschen... Ich dachte, das wäre einer von den stabiler gebauten. Was? Ja, es war noch nicht mal einer von den stärkeren, das war einer von den kleinen... von den kleinen Lumpen. So, hier... Hier bin ich doch mal einem Vieh begegnet. Einem von den starken, schnellen, aggressiven... Viechern. Da. Ja. Genau. Ja! Das ist auch scheiße schnell bei dir. Shit. Ja, nice. Ist schon wieder, ey. Das springt so unfassbar schnell nach unten. Das ist unfassbar. Hi. Du bist auch nochmal hinterhergelaufen? Dich kriege ich klein. Ja. Wenn das Viech so sprungbereit ist und sich direkt in den Abgrund stürzt, kann ich ja nichts zu. Ich habe das Ding jetzt, ich habe es jetzt noch nicht mal dazu großartig getrieben oder irgendwie in die Ecke gedrängt. Ja, das macht es einfach von alleine. Ah ja, stimmt, das war ja die Stelle. Ja, ja klar. Ja, stimmt, hier war ja eh eine Sackgasse. Also bringt eh nichts, hier lang zu laufen. Naja, okay. Also mit anderen Worten, eigentlich blieb ja doch nur der Hauptgang unten übrig. Ach Gott, ey, seht ihr, es ist schon ein paar Parts her. Trotzdem hatte ich das nicht mehr so krass im Kopf. Ja!
Ich wusste nicht, dass der schon auf der Ebene auf mich wartet. Kollege. Oh. Der hat wieder richtig Bock, ne? Versuchen wir das mal. Oh. Ja, nice. Komm her. Jawohl. Alter Vater, jawohl, sehr gut. Bestienblut, Dunkelschmiedestein 6 und alter Reißzahn, sehr schön. Ja, ey, im Notfall ist die Waffenfähigkeit echt Gold wert. Mega geil. Einfach nur mega gut. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so krass reinballern könnte, aber scheiß die Wand an. Es ist halt richtig gut, ne? Meine Zweifel am Anfang tun mir leid. Ich bekenne mich schuldig. Ich habe gezweifelt an dem wahren Gott der Magierwaffen. Nee, wirklich. Super geiler Tipp. Vielen Dank. Ja, und die kommen jetzt wahrscheinlich auch noch dazu, oder? Wen hat er jetzt auf den Plan gerufen? Keine Ahnung. Ich höre schon hier Rüstungen klappern. Servus. So. Hab geahnt, dass da einer um die Ecke schon wartet. So. Ne? Das ist jetzt im Prinzip hier das Ende von der Hauptstraße. Ne? Da ist ja schon der Gang zum Straßenbalkon. Da hinten ist der Typ, der jetzt am Ballern ist, weil er alarmiert wurde. Und hier... ups, nein. Scheiße. So. War jetzt zweimal der falsche Zauber. Goldene Rune 8, nice. Goldene Rune 12, Alter. Habe ich da gerade hinter mir einen noch gehört? Ach komm. Wie nah ist der denn jetzt rangerutscht? Laber mir doch keinen an der Backe. Ja. Noch ein drittes Mal, viertes Mal. Jawohl, fünf. Ah, fünftes Mal wollte er schon nicht mehr. Ach, Kollege. Geh mir doch nicht auf den Sack. Im Prinzip kann ich ja jetzt hier unten wieder starten und nur die Gegner hier unten beackern. Fertig. Habe ich weniger Ärger. Habe ich jetzt auch wieder alle meine Ressourcen da. Ne, der da hinten, der macht ja jetzt sowieso keinen Krawall auf die Entfernung. Kann ich wieder beackern. So, easy. Laendale Soldatenwappenrock, Laendale Soldatenhelm. Und... beackern! Ey, dass der den Strahl komplett durchhält. Ohne, dass sein Ausdauer scheinbar leer wird. Ja, geil, Kollege. Aha. Nee, lass mal. Jetzt, wo ich weiß, dass die Blitze durch Sichtkontakt abgeblockt werden, ne, kann ich das Ganze schon mal deutlich leichter umgehen. Und jetzt weg. So. Meine Güte. Du Blockersau. Kann ich den aber nicht verübeln, dann hätte ich ein Schild. Ich würde teilweise auch versuchen, so viel wie möglich abzublocken. Ist ja klar. Blitzsichere Trockenleber. So. Und nu? Wo bin ich jetzt angekommen? Hm? Ach du liebe Zeit. Ich habe das Gefühl, hier sind wieder drei Wege. Drei Pfade. Wo ich lang gehen kann. Warte mal. Alter. Der Hof ist das. Wo ich einmal runtergestürzt bin, da oben. Ja, den kenne ich sofort wieder. Den Dreckshof hier.
Ja. War ja klar. Ja, triff mich halt trotzdem. Arschgeige. Jetzt warte ich mal noch so ein bisschen. Von da aus erwischt er mich auch. Ja, sag ich doch. Die haben eine Reichweite wie ein junger Gott. So, jetzt hier so ein bisschen, ne? Lass ich ihn durch das kleine Nadelöhr kommen. Ey, was? Wie jetzt? Ist da eine unsichtbare Mauer durch die... Junge. Ja, genau. Hier, frisst das. Nice. Hehehe. Oh nein. Schon kein Mana mehr für. Und tschüss. Und tschüss. Jawoll. So. Kann er blocken, so viel er will. Die Sau. Eieieiei. Dass ich schon so viele Heiltränke bei so ein paar Gegnern verbraucht habe. Das ist jetzt aber nicht. Ist nicht der gleiche, der da oben. Das ist der, der da oben stand. Ich fass es nicht. Das ist eins zu eins der gleiche. Und da holt er aus dem Nichts heraus wieder seinen scheiß Bogen. Ich fass es nicht. Ich fass es einfach nicht. Ja, und willst du jetzt die ganze Zeit gegen die Mauer schießen oder was? Oh, irgendwann durchstoße ich diese Mauer schon mit meinen Pfeilen hier. Sind ja Blitzpfeile. Haben Power. Och, Kollege. Habe ich dir jemals erzählt, was Wahnsinn ist? Ne? Überraschung. So. Sehr gut. Ich dachte wirklich, der wird da jetzt bis in alle Ewigkeiten rumstehen und versucht seine Blitzpfeile, sein Nonplusultra, durchzusetzen gegen eine Wand. Gegen eine Steinmauer. Alter Vater, ey. Kannst du genauso gut auch einer Schnecke dabei zusehen, wie sie versucht fliegen zu lernen. Du wünschst dir, zum Teil wünschst du dir, dass sie es schafft, aber gleichzeitig weißt du, ey, komm, ne? Du weißt und du solltest doch auch wissen, Schnecke, dass es nicht funktioniert. Also bitte. Erspar dir und mir einfach die Qualen. Ne? Vor allen Dingen dir. Hauptsächlich dir. Armes Schneckchen. Was ist das denn jetzt hier für einen Zugang? Bin ich da schon mal gewesen? Erinnere ich mich nicht dran. Jetzt so spontan aus der Perspektive. Wenn ich da drin stehe, könnte es anders aussehen. So, jetzt hier mal so ein kleines bisschen zwischen den Drachenklauen umherlaufen. Ey, alter Vater. Der Drachen. Die Drachenleiche an sich bildet hier schon so einen kleinen Dungeon. Ist ein bisschen vertrackt. Ja, okay. Hier ist auch schon Schluss. Gut. Dann ist in diese Richtung schon mal wenigstens der Erkundungsdrang gestillt. Ne? Hier ist alles erforscht, alles klar. Passt. Jetzt erstmal da lang. Und danach da durch das Moment. Da bin ich aber noch nicht gewesen, oder? Nö. Stimmt ja, da war so ein großes, auffälliges Item im Raum, das mich eindeutig locken soll. Aber wahrscheinlich, wenn ich reingehe... Ah ja. Sobald ich reingehe, schließt sich die Tür. Und dann erstmal Free for All für alle Gegner, die da drinnen auftauchen können. Wollen wir wetten? Oh Gott, was ist denn hier schon wieder? Hier ist jetzt auch schon wieder... Hier teilt sich auch wieder der Weg auf. Ah, Leute. Die Hauptstadt will mich echt fertig machen. Was die ganzen Optionen angeht. Ja, hier runter definitiv nicht.
Aber die Hauptstadt hat schon wirklich so die ganze Zeit diese Aussage drauf, von wegen, guck mal hierhin, guck mal dahin. Och, da könnte ja etwas sein, ne? Ich würde da mal nachschauen, man weiß ja nie. Ne? Dieser kleine Dämon sitzt jetzt die ganze Zeit in meinem Kopf, seit ich hier reingekommen bin. Permanent. Und der hat bislang nicht einmal Ruhe gegeben. Das Kolosseum da? Nee, habe ich so noch nicht erreicht. Nee. Ich dachte, hätte ich schon mal eventuell gesehen. Nee, nicht wirklich. Alter, was ist da denn los? Da ist ja wieder so ein Riesentyp. Den ich ja bereits kenne. Hallo. Alter, ey. Dem springt ja auch schön die Natur aus dem Gesicht, dem Typen. Ah, Gott, ah, die Giftsporen, schön. Eieiei. Was ist denn hier los? Hier versteckt sich an jeder Ecke ein Gegner und ich muss auch aufpassen, dass ich hier nicht runterfalle. Jeder einzelne Schlag könnte mein letzter hier oben sein. Hm, ja, meine Lieblingsmagie, die nicht trifft. Starship Trooper Niveau. Ja, sie könnte treffen. Sie könnte treffen. Ich habe ja auch schon oft genug meine Magie gesehen, wie ich damit nach unten zielen konnte. Aber jetzt doch nicht. Nicht jetzt, wo es wichtig wäre. Nein. Jetzt ist meine Magie auch nicht mal nah dran gestellt. So, ich baller jetzt ein bisschen mehr raus wieder. Ich weiß. Guck mal, wie die rutschen. Hui. Glatte Wurzeln hier. Musste aufpassen. Oh Gott, ey. Und es sind immer. Es werden nicht weniger, ne? Wie viele hier immer noch rumhocken. Das ist unfassbar. Ja, da habe ich einen kleinen Vorsprung. Nützt mir aber nichts. Ich sehe da keine Items oder sonst irgendwas. Was war da für ein Material? Ne, ein Blutfleck. Brauche ich nicht. So. Mit euch gehe ich nicht auf Tuchfühlung. Vor allen Dingen nicht, wenn ihr so nah am Abgrund sitzt. Habe ich ja erst recht keine Lust drauf. Und hier? Was ist hier? Was? Ach, Laber! Das ist nicht euer Scheißernst. Alter, ich fass es nicht. Hier ist Godfrey? Aus dem Nix heraus! Stirb! Ach, Laber. Lothel, lenk ihn mal bitte ab. Jetzt mach ihn fertig. Mein schön. Oh, ey. Natürlich, der macht einen Schritt nach rechts und schon ist Schicht im Schacht hier. In meinem Zauber. Oh, ja, geil. Und ich habe schon keine Magie mehr. Shit, shit. Ey, ich habe nicht damit gerechnet, dass hier ein Boss kommt. Shit. Lothel, einmal bitte. Genau. Go, 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 go. Yes! Okay. Großen Gegner zu Fall gebracht und ich bekomme die Bronzetrophäe Godfrey, erster Eldenfürst. Was?
Das war jetzt der Typ, der das Siegel bewacht hat, oder was? Ich fass es nicht. Refugium des Erdenbaums. Wie jetzt? Ist das jetzt schon so der eine Ort oder was? Warte mal. Sie dürfen nicht, oh, sie dürfen nicht. Wie jetzt? Was, sie dürfen nicht? Sie dürfen nicht auf die Nachricht hören, die denken, dass hier ein Geheimgang ist. Ja, Lügner voraus, ja gut. Alter, Leute. Damit habe ich jetzt null gerechnet. Wo ist überhaupt der Erden? Da ist er. Und da geht es auch tatsächlich lang. Da lang. Da gibt es ein Tor, das in den Baum reinführt. Okay. Eigentlich sollte ich ja jetzt schön mich an dem einen Ort erholen, an dem Ort der Gnade. Nicht nur, damit ich meine Runen jetzt in Sicherheit bringen kann, sondern auch, damit ich endlich mal wieder Heiltränke habe für Magie und alles andere. Ne? Weil egal, wo ich jetzt als nächstes hin möchte, mit der spärlichen Ausrüstung wird das nichts. So viel ist sicher. Soll ich jetzt da hoch oder was? So, Moment. Ne? Ich habe ja jetzt schon mal einen Trophäenboss hier geschafft. Das ist ja schon mal etwas. Jetzt ist hier die Frage, kann ich hier hoch? Und falls ja, bringt es mir was? Oh, sieht schon so aus, als ob mich hier was erwartet. So ein bisschen. Ne? Jetzt bin ich ja schon mal hier oben. Geheimnis versuchen? Was? Ja, danke. Erstens links und dann Lump voraus. Da auf dem Dach oder wie? Ha. Also das ist scheinbar der reguläre Ort. So komme ich dahin und dann darüber und dann komme ich zu diesem riesigen Tor, das in den Erdenbaum scheinbar hineinführt. Okay. Was ist da denn los? Da die Wurzel komme ich ja jetzt so nicht hoch. Moment. Vielleicht. Vorsichtig. Scheiße. Naja, egal. Komm, ich muss ja so oder so an den Ort der Gnade. Ist ja jetzt auch egal. So, wie gesagt. Bis 75. Und dann kann ich ja wieder über Gesundheitsverbesserung und so nachdenken. Was ist denn das da jetzt da oben? Ich kann ja mal versuchen, einen Zauber da auf den Aufzug drauf zu ballern. Vielleicht sorgt der ja dafür, dass das Ding runterfällt. Ja, nee, nicht das jetzt. Ist jetzt Overkill. Nö. Jetzt irgendwie nicht. So, ne? Ja, und so auf diese Art und Weise komme ich, wenn dann nur mit extrem viel Sprunggeschick da hoch. Und ich glaube, das ist nicht der von den Entwicklern erdachte Weg. Die haben sich da bestimmt was anderes beigedacht. Da kam ich ja her, da ist eine Sackgasse. Das heißt, jetzt gucke ich einmal links lang. Ob da nicht irgendwo ein Weg ist. Was ist das denn? Na, das werde ich auch nicht überleben. Was auch immer das sein soll. Ob Nebel oder Wasser? Wahrscheinlich eher Nebel. Hi. Dunkelschmiedestein 5. So ein einsam in der Ecke hockender. Und hier? Hier irgendwas? Hätte ich nur dies Leiter. Wieso? Ach so. Ah. Irgendwann kommt man wahrscheinlich da oben hin und dann kann man eine Abkürzung freischalten. Ja. Kriegt man halt jetzt noch nicht sofort. Muss man schon ein bisschen was für leisten dann. So.
Alter Vater, ey, wirklich, dass mich hier ein Boss oben erwartet. Da habe ich null mit gerechnet. Da habe ich schon eher gedacht, dass da unten einen anderen Weg entlang ein Boss auf mich wartet. Habe ich ja mich eindeutig auch geirrt. So, hallo Aufzug, wo führst du mich denn hin? Runter, aha. Und nu? Wo bin ich jetzt? Ach du Scheiße, was? Jetzt bin ich gerade dezent verwirrt. Aber ich erkenne gleich bestimmt, wo genau ich bin. Und verbinde das gleich. Na, jetzt gerade habe ich einen Faden verloren. Nee, hier war ich nicht. Ich habe da eindeutig ein Item noch liegen. Eindeutiges Symbol dafür, dass ich hier scheinbar noch nicht war. Sprießendes Höhlenmoos und Heiligfett. Gut. Okay. Wieder so einer. Ein Vieh, bei dem ich die Bewegungen erstmal voraussehen. Ja. Shit. Yep. Und bah! Oh. Wow. Der hat mir ja nicht mal eine Chance gelassen hier. Dann lieber damit. Yo! Oh Scheiße, oh Scheiße, oh Scheiße. Wow! Eieieiei. Ja, das war jetzt ungünstig. Aber ein Felsen hat ihn, Scheiße! Ein Felsen hat ihn, glaube ich, gerade eben getroffen. Immerhin, ne? Einer ist besser als keiner, jawohl. Hat mein Charakter jetzt auch sowieso schön viel Zeit, sich dabei gelassen aufzustehen. Schön, danke. Zum Glück hat sich mein Charakter da ausgerechnet dann dazu entschieden, als sowieso schon. Oh, hi. Mein Charakter hat sich erst dann dazu entschieden, als sowieso schon. Jawoll! Goldene Barriere. So, geil. Ja, mein Charakter hat sich dazu entschieden, als der Gegner sowieso schon down war. Also ist ja alles gut. Ansonsten war es das hier ja scheinbar. Gibt sonst nichts. Gut. Hätte ich das hier auch erforscht? Nur komisch irgendwie. Aufgrund der Tatsache, dass ein Aufzug hier runterführt, habe ich jetzt schon andere Erwartungen an den Ort hier gehabt. Nicht das hier. So ein etwas längerer Pfad. Mit ein paar Items und einem stärkeren Gegner. Da bin ich ja auch schon an einem, an einer Möglichkeit vorbeigelaufen. Wo ich scheinbar auch irgendetwas entdecken kann. Am Boss vorbei. Da ist ja eindeutig auch noch irgendetwas zu holen. Aber um da jetzt hinzukommen, muss ich wieder an sehr vielen Baumgegnern vorbei. Da muss ich jetzt hier wieder die Wurzel langlaufen. Sollte ich jetzt einmal hier wieder reingehen? Einmal hier rasten. So.
Dann würde ich sagen, mache ich das doch mal gleich direkt als nächstes. Jetzt habe ich zum einen den Raum unten, ganz unten, den ich mir merken muss, wo ich ja ein Item drin gesehen habe, wo ich schon mit einer Falle gerechnet habe, ne? Der Raum. Den habe ich zum einen vor mir. So. Und dann natürlich noch der Pfad, den ich hier auf dem Weg nach unten gesehen habe. Wächtergewand, volle Blüte. Ja, schön. Schön zu wissen, dass sie wenigstens voll aufgeblüht sind. Dass das quasi ihr Endstadium ist. Schnell mitnehmen, bevor die runterrutschen. Oh, scheiße. Man weiß ja nie, wie viel die einen zurückstoßen können mit ihren Angriffen. Lieber nicht drauf ankommen lassen. Genau. Da unten, da kann ich ja jetzt quasi zum einen da lang gehen, wo ich dann gefühlt wahrscheinlich wieder bei der Hauptstraße rauskomme und dann nochmal da lang gehen, wo ich zum Kolosseum komme. Alter, Leute. Wirklich. Das Spiel gibt mir hier Optionen, wo ich am Ende gar nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Aber ich versuche trotzdem, sie alle nach Möglichkeit abzuarbeiten. So, vorsichtshalber voll machen. Ich weiß ja nicht, wie viel der braucht. Und dann... BAM! Shit! Und... Komm schon! Oh, scheiße. Oh, scheiße. Da habe ich zum Glück die Invincible Frames erwischt. Gargoyle Hellebarde. Nice. Ach geil, da ist ja wieder goldene... Nein, das... No. So, das hier wollte ich eigentlich bei denen eigentlich. So. Bam, goldene Saat. Mega. Sehr gut. So, jetzt erstmal unten lang laufen. Ja, was? Alter, du dreckiger Mistcamper. Der hat da wieder schön in der Ecke gehockt und auf seine Gelegenheit gewartet mit seiner Dreifach-Explosionsarmbrust. Geil, ey. Alles klar, Leute. Dann würde ich sagen, an der Stelle machen wir für heute einen Cut. Sind jetzt nicht allzu viele Runen, die auf dem Spiel stehen, aber ne, ich möchte trotzdem ungern verlieren. Dann werden wir mal sehen. Ne? Nächstes Mal werde ich wieder die Wurzel runterrutschen müssen. Keine Ahnung, ob der große Gegner dann auch wieder respawnt. Ich hoffe nicht. Ne, der hat mir sogar eine krasse Waffe gedroppt. Also ich kann theoretisch davon ausgehen, der kommt nicht wieder. Der wird jetzt nicht wieder dastehen. Wir werden es ja im nächsten Part sehen. So oder so, für heute ist dann erstmal Schluss. Ne, ich habe, wie gesagt, ich habe zum einen noch den Weg da unten in dem einen Raum im Kopf. Ich habe ja, ne, die beiden Pfade, die Wurzel runter im Kopf. Ich habe natürlich auch noch im Kopf, dass ich mich beim Straßenbalkon genau umschauen soll. Ne? Habe ich alles noch wirklich im Kopf. Und das werde ich auch alles abarbeiten, bevor ich mich jetzt da oben, oder hier oben, weiter voranwage. Vor allen Dingen sollte ich ja jetzt auch theoretisch über diese Brücke kommen, weil ich habe ja jetzt den Kerl erledigt, der das Siegel bewacht hat, oder? Das war doch Godfrey. Müsste es doch gewesen sein. Denke ich. Kann mich jetzt auch irren. Vielleicht war es auch ein anderer. Egal. So oder so, Leute, für heute sage ich erst einmal vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte.
Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan? Ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert? Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!